Lüm, Lüm, da sind wir wieder bei Journal. Die Musik ist so schön. Sonntag, 12. Oktober steht nichts. Ach so, ja, genau. Wir sollten. Huch, unsere Mom ist gar nicht da. Mom, wo bist du? Wir sollen ein paar Worte über unsere verstorbene Großmutter sagen. Ich war gerade auf dem Friedhof, das letzte Mal. Ihr fliegt immer noch in den Charity Shop. Rede ich mit dir? Hi. Du schon wieder, was ist los? Heute wird einfach furchtbar. Willkommen in meiner Welt. Just look at me. Total last night. So schlecht siehst du gar nicht aus. Du versuchst nett zu sein, aber vergiss es. Werd nicht wie ich. Was meinst du damit? Du kriegst immer noch Familie und Freunde. So Menschen, die dich Sorgen machen. Erinnere dich daran. End nicht so einsam wie ich. Danke, aber ich denke, du könntest diese Dinge auch haben. Mit dir hatte ich geschnackt. Da liegt ein Lineal vor. Warum auch immer. Genau, ich wollte zum Friedhof. Aber hier war gar kein Friedhof. Hier war nur. Ach so, dann kann ich nach hier gehen? Aha, hier ist die Kirche. Oh Gott, die Kirche sieht ja sehr nett aus. Hallo? Hier ist der Pater. Hallo, mein Kind. Ich komme hier normalerweise nicht her. Weißt du, du musst wissen, dass du hier immer willkommen bist. Ja, meine Großmutter hat mir das schon versucht zu erzählen. Wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, sollte ich herkommen. Das wäre ein sicherer Ort. Ist das der Grund, warum du jetzt hier bist? Ist irgendetwas Schlimmes passiert? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Das ist nicht der Grund, warum ich gerade jetzt hier bin. Möchtest du dich nicht mit mir darüber unterhalten? Ich bin immer froh, Leuten ein Ohr zu leihen. Nicht wirklich, aber danke. Ich verstehe. Vielleicht kannst du mir stattdessen erzählen, warum du normalerweise nicht in die Kirche kommst. Dieser Ort ist irgendwie ein bisschen gruselig. Also ich muss zugeben, ich finde Kirchen manchmal auch ein bisschen gruselig. Ich bin absolut kein Kirchgänger. Absolut nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich gehe nicht mal mehr zu Weihnachten mehr in die Kirche. Das letzte Mal, dass ich in der Kirche war, war, glaube ich, die Beerdigung meiner Mutter. Danach war ich nicht mehr da. Ich finde die auch tatsächlich ein bisschen gruselig. Ich glaube, ich verknüpfe das einfach zu sehr mit Beerdigungen. Ich weiß es nicht, aber ich kriege da echt immer Gänsehaut drin. Weiß ich nicht. Diese Orte sind irgendwie gruselig, ja. Ach ja, ich denke, es ist logisch, dass du das auf diese Art und Weise siehst. Dieser Ort ist sehr alt, genau wie ich, denke ich. Nicht wirklich vertrauenserweckend für jüngere Augen. Es tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Nein, ich verstehe das. Dieser Ort ist ein Relikt von einer Zeit lange vor deiner oder meiner. Aber ich denke, es ist etwas, woran sich erinnert und was gebührend, ja, gefeiert, bewahrt werden sollte. Warum? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sich verändern. Manchmal brauchen wir Dinge, die so sind wie dieser Ort. Dinge, die uns, ja, die Ground Us, die uns am Boden halten, die so bleiben, wie sie sind. Das verstehe ich nicht wirklich. Und das ist in Ordnung. Du bist jung und du hast so viel zu lernen. Es ist besser, deine Limits kennenzulernen, als zu glauben, dass du mehr bist, als du kannst, oder dass du mehr aushalten kannst, als du tust.
Ich hasse es, wenn Leute mich jung nennen. Sie ärgern mich, als wäre ich nicht erwachsen genug, um Dinge zu verstehen, also lügen sie mich an. Oder erzählen mir einfach nicht alles. Ich weiß, das ist hart zu glauben, aber selbst die Ältesten von uns waren eines Tages oder waren vor langer Zeit einmal jung. Ich glaube, es fühlt sich an, als würden die Leute vergessen, dass sie irgendwann mal jung waren, bevor sie erwachsen wurden. Inconsiderate ist irgendwie, ich glaube, unfair oder sowas. Ich bin mir ja nicht ganz sicher. Ich denke, viel davon kommt, oder viel kommt davon, dass sie sich an die schönen Dinge der Kindheit erinnern wollen. Sie versuchen, dich vor der realen Welt zu beschützen. Der Welt, in der sie leben mussten. So dass du deine Kindheit so lange wie möglich behalten kannst. Es fühlt sich nicht so an, als wäre da sonderlich viel Freude in der Kindheit oder in meiner Kindheit. Es tut mir leid, dich das sagen zu hören. So, you don't want to talk about it. But I know, aber ich weiß es besser als du. Auch wenn du sagst, dass du nicht darüber reden willst. Also, lass mich dir eine Frage stellen. Bist du ein Gläubiger? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht viel darauf gegeben in der letzten Zeit. Aber I used to believe. Ich brauche das. Ach, also hast du immer noch einen Kampf in deinem Herzen. Du wirst einfach dieser Härte gegenübergestellt, um getestet zu werden. Das ist alles. Ich meine, wenn Gott sich um uns kümmert, warum lässt er dann diese ganzen schlechten Dinge geschehen? Ich glaube, das ist so ein Punkt, den fragt sich jeder irgendwann mal, oder? Wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er dann das alles passieren? Ich glaube, das ist so eine Stelle, die hat sich, glaube ich... Ich weiß nicht, aber für mich ist das so eine Frage, ich glaube, die hat sich jeder schon mal gestellt. Einige meiner Brüder glauben, dass Gott uns testet. Aber ich denke, unsere Schwierigkeiten Tag für Tag sind etwas, das er ist nicht etwas, das er kontrolliert. Sie sind alle zusammen ein kleiner Part des Geschenks, das er uns gibt. Was für ein Geschenk? Das Leben natürlich. Er hat uns das Leben und die Welt gegeben, in der wir leben. Das ist nicht immer einfach, aber ich bin dankbar für die Chance, hier zu sein und Leute wie dich zu treffen. Aber kann er nicht irgendwas tun, damit diese ganzen schrecklichen Dinge nicht passieren? Vielleicht könnte er das. Was ist das? Aber ist das seine Sache? Wenn er intervenieren würde, also wenn er sich einmischen würde, würden wir immer noch einen freien Willen haben? Er würde unsere Leben für uns leben. Irgendwie hat er ja nicht ganz Unrecht, ne? Wenn irgendjemand alles Schlechte für uns von uns nehmen würde und nur noch gute Sachen passieren würden, hätten wir dann überhaupt noch einen freien Willen? Meine Grandma. Heute ist der Jahrestag, an dem meine Mutter gestorben ist. Ich verstehe. Es tut mir leid. Oder dein Verlust tut mir leid. War es sehr schwer für dich? Oder war es vor kurzem? Nein, es ist ein paar Jahre her. Meine Mutter möchte nur, dass ich irgendetwas sage. Contemplation? Es ist wichtig zu verarbeiten, selbst wenn du denkst, oder selbst wenn du nicht daran denkst. Ich möchte sie nicht vergessen. Ich denke auch, ich möchte sie nicht vergessen, ja. Genau, es ist wichtig für uns, an die zu denken, die wir im Herzen behalten, selbst wenn sie uns verlassen haben. Es ist nur, ich fühle mich... Was ist denn? Oh Gott.
Ach, ich muss schon wieder. Friend steht da. Definitiv so. Er findet aber nur Frank oder Frank. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht kann das ja einer übersetzen. Warum sagst du das? Als ich wirklich sehr jung war, meine Großmutter sehr nett und ja, generös, sehr freundlich. Ich habe es geliebt, sie zu besuchen. Aber die Dinge haben sich verändert, als du älter wurdest. Ja, es war, als wäre sie wütend die ganze Zeit. Meine Eltern mussten mich dazu zwingen, sie zu sehen. Also ist es Schuld, die du fühlst. Du fühlst dich schlecht, weil du sie nicht mehr mochtest und jetzt ist sie weg. Ich gucke jetzt nicht im Internet. Doch, ich gucke im Internet. Nump? Nemp, nimp, nump, betäubt, taub, gefühllos, starr. Nein, es ist complicated. Das ist kompliziert. Es ist komplizierter als das. Ich fühle mich nicht wirklich schlecht, weil sie weg ist oder weil ich sie vermisse. Ich fühle mich schlecht, weil ich genau das nicht tue. Ach, Kind. Ich bin mir sicher, dass sie damals, als sie noch lebte, ja, sehr nett zu dir war, selbst wenn sich das über die Jahre verändert hat. Oder dass sie dich geliebt hat, selbst wenn sie sich das über die Jahre verändert hat. Es ist nur, jeder würde verstehen, dass ich traurig bin, aber ich bin es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es jemals sein werde. Macht mich das zu einer bösen Person? Der Fakt, dass du hier bist und dass du mich diese Frage fragst oder dass du mich das fragst, zeigt mir, dass du keine schlechte Person bist. Also, was soll ich tun? Du musst mit dir selber zufrieden sein, selbst wenn das nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Aber ich bin doch mit mir selber zufrieden. Das ist, warum ich mich so verwirrt fühle. Du bist verwirrt oder traurig über deine eigenen Gefühle, aber vielleicht. Perhaps not about why you feel the way. Aber vielleicht. Nicht über den, so wie du fühlst. Das ist jetzt gerade ein bisschen. Also, du wirst über deine Gefühle verwirrt, aber nicht, warum du so fühlst. Du musst in dir selbst nach dem Grund suchen. Die Wahrheit darüber, warum du aufgehört hast, sie zu lieben. Ich denke, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, warum das so ist. Es ist einfach passiert. Die meisten Menschen suchen nicht nach den Gründen für ihre Gefühle. Ihre Gefühle sind meistens so stark, dass sie uns blenden. Und den Grund, warum sie da sind. Also kann ich herausfinden, warum ich mich oder warum ich so fühle, wie ich fühle. Und dann musst du dich selbst fragen, ob du ihr vergeben kannst. Wir sind alle nicht ohne Schuld und wir alle brauchen Vergebung in einigen Punkten unseres Lebens. Talking to the priest confused me even more than I was already. But it made me realize how guilty I felt that my grandmother's death didn't bother me as much as people expected. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, mein Kind. Du bist hier jederzeit willkommen. Naja, ich denke mal, sie ist ja auch noch ziemlich jung und. Oh Gott, sie steht bereits am Grab. Mami, oh Gott. Ich denke, da ist es wirklich nicht immer einfach, den Tod irgendwie zu verarbeiten und ich glaube. Naja, man nimmt das auch nicht so hin. Ich weiß es noch, ich war 12 oder 13, als mein Großvater starb. Das war der erste in meiner Familie, der gestorben ist. Und
auch in der Schule und so, alle erwarteten irgendwie, Gott, dass du jetzt, dass man jetzt, wer weiß, wie traurig ist, und man selber hat sich irgendwie eher in so einer Art Nebel befunden. Man hat das irgendwie akzeptiert. Und man war eigentlich immer mehr ärgerlich darüber, dass man gar nicht so traurig sein konnte, wie es jeder von einem erwartet hat. Aber ich denke einfach mal, manche Menschen können das nicht. Die einen, die reagieren tatsächlich stärker auf sowas. Ich meine, man muss ja auch mal bedenken, das ist ihre Mutter. Und von uns aber die Großmutter. Und da ist ja nochmal wieder eine ganz andere... Die stehen ja wieder in einer ganz anderen Beziehung zueinander. Also ich glaube, der Tod ist wirklich eins von den Dingen, wo wirklich jeder Mensch unterschiedlich mit umgeht und wo man auch jeden Menschen unterschiedlich mit umgehen lassen sollte. Und der eine trauert mehr als der andere. Und jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, nur weil er vielleicht nicht so trauert, wie man es von ihm erwartet, das ist schwierig. Hi, Grandma. Mama möchte, dass ich mit dir rede, aber ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich denke, ich bin noch nicht bereit dazu, über die Dinge jetzt schon zu reden. Ich werde zurückkommen, das verspreche ich. Hi, Mom. Hey, da bist du ja. Also möchtest du wirklich, dass ich an Grandmas Grab ein paar Worte sage? Du musst das nicht tun, aber es würde mir eine Menge bedeuten, wenn du es tun würdest. Ich denke, ich brauche mehr Zeit. Ich muss das Ganze noch in Worte fassen. Wenn du nicht mit mir darüber reden willst, dann kannst du immer zu deinem Vater gehen. Oder du kannst mit dem Priester reden, er ist ein guter Zuhörer. Es würde dir vielleicht helfen, mit jemandem darüber zu reden. Ich würde gehen. Ich denke mal, der Tod ihrer Großmutter beschäftigt sie mehr, als sie glaubt. Weil auch, ich glaube auch dieses, ja, diese Angst vor Menschen, ich denke, die wird auch ein bisschen damit zu tun haben. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Ah, wahrscheinlich zu unserem Vater. Oh Gott, der wohnt ja wirklich sehr gemütlich. Hi, Dad. Hey, Honey. Was bringt dich den ganzen Weg hierher? Erinnerst du dich daran, dass heute der Jahrestag von Omas Tod ist? Ist es? Oh, entschuldige, Honey. Ich habe so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Um die ich mich wirklich... Was? Ich habe so viele andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. So. Sag das doch. Der Satz liegt mir auf der Zunge, aber kommt nicht raus. Mom möchte, dass ich ein paar Dinge an ihrem Grab sage. Natürlich möchte sie das. Deine Mutter war schon immer so sentimental. Ich meine, ich denke, ich verstehe das. Ich möchte Oma nicht vergessen. Das denke ich auch. Sie war deine Großmutter. Also es ist gut, dass du dich darum kümmerst. Es ist nur, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Kannst du mir ein paar Dinge sagen? Ich bin nicht wirklich die richtige Person, die du fragen solltest. Die Dinge waren schwierig zwischen ihr und mir. Ich erinnere mich. Ihr habt euch eine Menge gestritten. Mama war ziemlich traurig deswegen. Ich war nie gut genug für ihre Tochter. Es ist genauso einfach wie das. Hat Großmutter das zu dir gesagt? Sie musste es nicht sagen. Es war offensichtlich in der Art und Weise, wie sie mit mir redete. Selbst die Art und Weise, wie sie mich ansah. Ich erinnere mich, dabei schien sie so nett zu sein, wenn man zu sehr drin ist. Als du klein warst, ja. Da wurde sie eine Zeit lang weicher. Aber es hat nicht lange gedauert und sie wurde wieder so kalt wie früher. Also war sie immer so? Ich meine, bevor ich geboren wurde? Ich dachte, sie ist so geworden, oder am Ende ihrer Tage so geworden. Sie war so, so lange, wie ich mich an sie erinnern kann. Deine Mutter hat mir erzählt, dass sie nie darüber hinweggekommen ist, William zu verlieren. Es hat sie verändert. Wenn sie so furchtbar war, warum müssen wir dann überhaupt nach ihr sehen? Sie war Familie. Weißt du, vergiss, was ich gesagt habe. Ich hätte dir das nie sagen sollen. Schon gar nicht heute, dem Tag aller Tage. Sie war immer noch deine Großmutter und
Und egal wie es ausgesehen haben mag, sie hat dich geliebt. Ich weiß nicht warum, aber manchmal vermisse ich sie. Manchmal, weil... Ich denke, ich erinnere mich daran, wie es war, wenn ich sie besucht habe, als sie netter war. Das ist es, wie es sein sollte. Wenn wir Leute verlieren, ist es besser, sich an die guten Zeiten zu erinnern. Keiner ist perfekt, aber du solltest dich nicht auf die schlechten Erinnerungen konzentrieren. I talked to Dad about Gran. It reminded me that there was a time I cared about her, a lot. We used to have fun back then. Uiui, es ist auch nicht immer so ganz einfach, sich immer nur an die guten Seiten zu erinnern. Ich meine, man sagt zwar immer, du sollst über Tote nicht schlecht reden und so, und aber Fakt ist doch nun mal, dass auch Tote schlechte Seiten hatten. Und, oh Gott, gerade fängt diese Geschichte echt an, mich mitzunehmen, weil das mich ziemlich an meine eigene Familiengeschichte erinnert. Ja. Jedenfalls, ich weiß nicht, natürlich kann man sagen, man soll über Tote nicht schlecht reden und man soll sich an die guten Seiten erinnern, das ist alles keine Frage, aber man muss auch, ich finde, man muss auch respektieren, wenn man mit jemandem, auch wenn er aus der Familie kam und der gestorben ist und man mit dem nicht gut klarkommt, dass man sagt, man möchte auch jetzt, wo er tot ist, nicht unbedingt sein Grab besuchen und sowas, weil natürlich können sich Tote nicht mehr für das, was sie getan haben, entschuldigen, aber ich kann auch jemandem in Anführungszeichen, nur weil er tot ist, nicht unbedingt alles verzeihen, was er getan hat. Hast du dich mit Mom unterhalten in letzter Zeit? Ja, natürlich. Wir müssen uns eine Menge unterhalten. Über alles Mögliche. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Weißt du, ich weiß, es ist schwer, uns nicht als normale Familie zusammen zu haben. Ich dachte, wenn du uns verlässt, wäre das nur für eine kurze Zeit. Du hast gesagt, du brauchst nur ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß, was ich sagte, aber weißt du, es ist schon eine Zeit her jetzt. Ich weiß nicht, ob wir einfach wieder so zusammen sein können, wie wir es vorher waren. Aber ich brauche dich. Es ist furchtbar zu Hause ohne dich. Sag sowas nicht. Deine Mutter liebt dich. Sie ist alles, was sie... Sie tut alles, was sie kann für dich. Also, warum bist du dann gegangen? Nachdem das mit John passiert ist, ich konnte ihr einfach nicht vergeben. Ich wollte, aber sie jeden Tag zu sehen, machte es mir schwieriger. Du dachtest, es würde es einfacher machen, ihr zu vergeben, wenn du sie nicht jeden Tag siehst? Ich dachte, du liebst... Ich dachte, wenn man jemanden liebt, kann man ihm alles vergeben. Das dachte ich auch, aber Liebe ist ein kompliziertes Ding. Ich konnte nicht beides, also habe ich am Ende... Musste ich mich am Ende für eins entscheiden. Ich habe deiner Mutter vergeben, aber ich kann sie nicht mehr lieben. Ein bisschen durcheinander. Wie kannst du das über Mom sagen? Das ist furchtbar. Okay, das übersetze ich mir mal eben und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.